Ach schade, jetzt gehen die Steine dann weg. Nein, du sollst wirklich auch... Ja, dann machen wir die Steine woanders hin. Das ist gut, ja, das ist gut. Und, uha, jetzt habe ich vielleicht sogar doch ein kleines Problem. Muss unterirdisch gehen und das wegmachen. Das wird sehr steil. Vielleicht sollten wir doch hoch, weg. Vielleicht sollten wir doch sofort da reingehen. Gefälle zu steil. Wow! Nein, 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 so nicht. Das ist besser. Das ist viel besser, ja. So, da, 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 da. Ja, jetzt ist es leicht kurvig, aber passt. Oh, geil, jetzt haben wir ein Loch in eine Paralleldimension erschaffen. Sehr schön. Nee, geht schon klar. Wow! Wo bist du gerade hingeflogen, mein Junge? Vielleicht schaffen wir es ja sogar noch ein bisschen... So vielleicht? Ich möchte es eigentlich ein bisschen kaschieren. Oh, hier ist kein Wasser hin. Ups. Ja, egal, komm. Kaschieren wir es wieder weg. Gibt's halt keine Kaschierung. Vielleicht habe ich ja jetzt sogar den Bug. Nein, der ist immer noch da. Whatever. ich habe natürlich genau eine Reihe nicht gemacht. Und die wird jetzt benötigt. Schöner Scheiß. Aber die wird jetzt dann so oder so benötigt. Deswegen machen wir hier auch noch weiterhin. Und wir haben schon wieder nur noch 60.000. Aber wir haben zumindest hier auch direkt Strom. Das ist sehr gut. Und jetzt werdet ihr hier entsprechend mal rausgeschmissen. Die Krematorien hier, die haben in gewisser Weise schon ihre Existenzberechtigung, möchte ich mal kurz anmerken. Aber ja. Okay, wir brauchen auf jeden Fall einen Bus dahinter. Und jetzt habe ich sogar ein kleines Problem. Ich wollte ja eigentlich hier einen Güterbahnhof hinbauen. Oh, okay. Dann müssen wir den da oben halt hinbauen. Und hoffen, dass es irgendwie reicht, damit ich die hier beliefern kann. Der braucht ja eigentlich eh eine recht... Ja, wie soll ich sagen? Eine recht... glatte Oberfläche und hier ist es mal wieder alles andere als glatt, wenn wir uns die Steigung hier angucken. Ist gerade eh wieder so eine Sache, ne? Also die Ampel hier bräuchten wir eigentlich nicht. Wir machen mal die Ampel hier bewusst weg und machen stattdessen hier ein Stoppschild hin. Ein Stoppschild muss reichen. So viel Verkehr kommt da nicht. Als dass es vonnöten wäre, hier eine fette Ampel hinzubauen. So, ein wenig Nachtgeflüster. In den hohen Gebäuden von über der Eichel. Können wir die vielleicht noch nach da verlagern? Jo, sehr geil. Hier vielleicht sogar hin? Nee, näher wäre, besser wäre hier. Ja, heult nicht rum. Ihr behaltet sie doch. Oh. Da ging gerade das hoch. Da war gerade der Ausbauprozess da.
Also die Waren kommen... Naja gut, vielleicht kommen sie auch nur zunehmend mehr an, weil das Einbildung ist, da sie jetzt gerade alle upgraden. Und gerade da natürlich keine Waren brauchen. Wer hätte es gedacht? Okay, und die wollen jetzt alle hoffentlich... Ja, die wollen alle zum Zug. Sehr gut, warten wir mal auf den nächsten. Der könnte dann echt voll sein. Stopp! 68 Leute! Nur! Ja gut, okay, es geht auch nur eine Buslinie aktuell dahin. Deswegen... Ja gut, ne? Passt schon. Passt schon irgendwie. Hm, ist da oben inzwischen ein bisschen weniger Verkehr? Ja, Tatsache. Also, ich kann mir zwar wirklich nicht... Ich weiß es nicht, ob das echt das bisschen, was hier fährt, ob das für so eine enorme Entlastung für da oben sorgt. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, aber gut, es ist gerade Nacht. Warten wir mal bis zum nächsten Tag und dann sehen wir weiter. Übrigens, was mir jetzt gerade noch am Rande einfällt. Vor Pi mal Daumen 6 Folgen habe ich ja über den Upload-Plan geredet und wie er ist und warum er so ist und so weiter. Ich möchte gar nicht sehr viel weiter drauf eingehen. Es gab nur einen Kommentar darunter noch mit zwei Spielen. Und zwar wieder dieses typische, vielleicht das oder das Projekt. Die konkreten Beispiele waren Shogun 2 oder Rome 2. Ich habe mit diesen beiden Spielen gar nicht so viel Berührpunkte, nenne ich es mal. Wer mich sehr viel länger verfolgt, also schon sehr lange dabei ist, weiß, ich habe Rome 2 auch bereits schon mal koop-technisch gespielt mit dem Peter. Und es hat schon mega Spaß gemacht. Aber letztendlich mit ihm kann ich nicht mehr viel aufnehmen, weil zeitlich lässt sich es einfach sehr schlecht vereinen aktuell. Wenn wir es 100 oder 1000%, ich müsste man schon fast sagen, wollen würden, gehen wir nochmal kurz in den Cinematic Mode. Hui. Wenn wir es 1000%ig wollen würden, dann würde es schon irgendwie gehen. Da wir es aber 1000%ig nicht wollen, sagen wir halt, okay, es ist aktuell einfach zu aufwendig, irgendeinen Termin zu finden. Man muss auch sagen, dass wir privat quasi gar nichts mehr zocken. Beschränkt sich auf vielleicht einmal in 6 Monaten. Deswegen, warum sollte man sich dann zu Aufnahmen treffen? Alleine das Ganze zu spielen wäre natürlich eine Möglichkeit. Wahrscheinlich ist auch darauf die Anspielung da. Nur, ich weiß nicht. Wie gesagt, aktuell fehlen mir da so ein bisschen die Berührpunkte zu diesen beiden Spielen. Ich habe tatsächlich, man möge es kaum glauben, ein Spiel doch so ein bisschen im Hinterkopf, was ich vielleicht spielen könnte. Nicht aber im Laufe der nächsten 4 Wochen, wenn nicht sogar ein bisschen länger. Simpler Grund dafür ist, wer vor einer Woche aufgepasst hat, weiß es ja eh schon, Prüfungsphase. Ich befinde mich ja aktuell im Studium, Wirtschaftsinformatikstudium. Und ja, alle halb Jahr wieder grüßt das Prüfungsmurmeltier und möchte natürlich für gelernt werden. Das Ganze findet in circa 4 Wochen statt. Deswegen Prüfungsphase jetzt ist noch nicht, aber man sollte natürlich langsam anfangen zu lernen. Das heißt, ich werde jetzt nicht mir noch ein Projekt aufbürden, wenn ich eigentlich mehr Zeit mit Lernen investieren sollte. So schlau bin ich durchaus geworden. Viele Schüler werden sich jetzt denken, was? Keine Angst, kommt erstmal ins Studium, dann wisst ihr warum. Und von dem her ja. Ich habe tatsächlich was im Hinterkopfchen, was ich auch sehr wahrscheinlich umsetzen werde, was in 4 Wochen wahrscheinlich null aktuell mehr sein wird, was jetzt schon fast nicht mehr aktuell ist, aber hey, es ist ein Zweitprojekt. Außerdem, vielleicht kommen wir dann sogar bis Anno oder so irgendwie über die Runden mit diesem Zweitprojekt. Mal gucken, weiß nicht. Aber ja, also zu den beiden Projekten muss ich sagen, habe ich jetzt aktuell nicht so die Mega-Lust.
Ich möchte aber nur noch mal ganz kurz drauf eingegangen sein. Ich werde aber auch wahrscheinlich die Folge nicht entsprechend benennen. Dafür ist es dann doch zu knapp. Jetzt besprochen worden. Okay, ich würde gerne jetzt hier diese nette Stadt hier machen. Beziehungsweise, was heißt Stadt? Vorortschaft. Die Straße geht einmal bis hier runter. Und bleibt dann hier an den Klippen. Ich wollte ja ganz gerne... Moment, ich würde noch mal Steine gerne hier gesetzt haben. Wir können das ja auch ruhig ein bisschen mehr machen. Oha, das wäre sehr viel. Wow! Okay, nee, das wär ein bisschen zu krass. Felsformation 5. Wow, nope. Definitely not. Alter. Höhle. Ach, das ist für die Freizeitparks extrem geil. Das wäre natürlich für Freizeitparks hart geil. Oder für Naturparks, besser gesagt. So, hier machen wir noch ein paar einzelne Steine hin. Dass wir sagen, okay, das ist eine bisschen felsigere Gegend hier. Keine so Riesenformation. So. Ah, das hätten wir hier vielleicht auch noch ein bisschen machen sollen. Schwierig. Sehr wenig Platz hier. Das verbraucht alles sehr viel mehr Platz. So könnten wir es hinsetzen. Ja, und ab dann ist bereits schon kein Platz mehr. Da müssten wir jetzt... Wow, okay, das war nicht so geplant. Wir müssen hier wieder kleinere Steine hinsetzen. So, dann noch ein, zwei größere rein. Noch so ein. Fertig. Es gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Leben. Finde ich zumindest. Okay, durch diese Zentralisierung haben wir einen klaren Nachteil. Hier mut's uns zu, hier zwitschert's uns zu, dort bingt's uns zu. Oha. Läuft. Ich wollte die Ortschaft bauen, ich bin aber ganz bewusst hier, denn ich bin wieder abgedriftet. Ich wollte hier ganz gerne einen Weg bauen. Und da werden die Steine sofort wieder wegkommen. Super. What the fuck? Warum? Ich würde hier wieder gerne. Verbindest du dich eigentlich? Ich weiß es gerade gar nicht, ob der sich... Nee. Hallo? Warte mal. Na, geh doch weg. Jetzt verbindet er sich. Okay. Okay. Nee, das sieht irgendwie blöd aus. Sorry, aber das sieht blöd aus. Gefälle zu steil. Ja, ich will natürlich bewusst... Okay, jetzt geht der hier wieder runter. Warum geht der da jetzt wieder runter? Ich möchte doch hier nur eine schöne kleine... Ja, okay, mach doch wie du willst. Ich möchte doch hier nur einen schönen kleinen Weg bauen, aber scheinbar wird der mir hier nicht unbedingt gelassen. Weil da geht der nämlich so auf einmal so fette Haken rein. Warum geht der da mit so fetten Haken? Was soll das? Der passt auch den Weg null an. Warum tust du das? Spiel, du bist blöd. Muss ich den Weg echt händisch bauen? Oder in Form von einer Brücke? Also händisch bauen im Sinne von, wir schnappen hier jetzt unser
Geländetool, gehen auf die kleinste Stufe und machen das alles gerade. Aber eigentlich wollte ich das nicht machen. Na gut. So, passt das Ganze hier. Hier. So, das Ganze bitte anpassen. Wow. Okay. Ja, da kann ich eigentlich gar nicht so viel zu kommentieren. Das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen stiller. Habe ich gerade irgendein Thema, worüber ich reden könnte? Ich könnte mich mal wieder über die zunehmende Hitze beschweren, weil ich kein Sommerfreund bin. Aber ich weiß, dass der Großteil der Bevölkerung eher sommerfreundlich ist. Deswegen bin ich froh über meine Klimaanlage und gutes.